Mehrere. Auch die Tontauben, die über der Lunenplatte fliegen. Ja. Mehrere. Die Schwärme jetzt im Frühjahr. Ja. Mehrere. In der Ostzone sind schwarz-weiße Kühe verboten, nur noch braune. Klar, hast ja recht. Jetzt reizt und dann überlegt er aber und denkt über Nordholz. Über Nordholz. Dusch. Panzer. 24. Ja. Ja. Nee, am Flugzeug. Bomber gelandet in Nordholz. Soldaten wollen Asyl beantragen. Bis Sonntag. Bis Sonntag. Das brauchen die gar nicht beantragen. Ja. Mehr. Aber die dürfen das Flugzeug nicht verlassen. Nee. Ein Rosenmontag fährt mit dem Trecker und sammelt an Rosenmontag. Mhm. Hänger ist schon fast voll. Mit Bonsch. Ja. Mehr. Ja, Bruder von hier. Wie heißt er? Klitschko. Ach, Klitschko hat Putin zum Einzelkampf gefordert. Wollen den Krieg beenden. Ja. Im Rodeo reiten, ne? Ja. Stadthalle Bremerhaven. Der Kampf des Jahrhunderts. Nein, ich glaube nicht, dass sie das. Da werden sie wohl Abstand nehmen. Das. Oh nee, da kann man sich das so vorstellen. Gawaschow ist der Schiedsrichter. Ja, natürlich, wer sonst? Ja, echt. Oder Puschkin. Puschkin, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ja, da war ja der Dings auch, der Volker Potrikus. Geesthelle, da hat er ja gewohnt. Geesteschleife, Arbeitsamt und dann, ja. Deswegen haben sie da auch die Straße nach ihm genannt, beim Arbeitsamt, Volker Potrikus. Naja, jetzt kommen wir von da auf da. Ja, die Vorsitzenden Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Ich glaube, Karl hieß er. Erster Weltkrieg. Ja. Ja, die haben ja die Dings ausgerufen, selbst hier in Bremerhaven, Bremen. Ja, und Volker war denn der. Aber der war so jung, ich glaube, den konnten sie auch mitziehen. Aber es war die Zeit halt, weißt du? Die meisten haben alle gesagt, dass sie da nicht bei waren. Und da waren fast wahrscheinlich alle bei. Naja, sonst wären die Straßen nicht so voll. Das war ja auch eine gute Dings hier. Er war ja Widerstandskämpfer und für die Arbeiter und Sozialismus und so. Aber das ist eben die kommunistische Partei war ja. Dass Hitler so hoch kam, der hatte seine Zeit. Es war total arm in Deutschland. Keiner hatte Arbeit. Und Essen. Keiner hatte richtiges Essen. Ja, Arbeit, das war's. Und dann kam der mit seinen Sachen an. Den Kaiser hat er gestürzt. Da ging das Geld rein nur. Der Kaiser, der brauchte sein Geld und hat da gelebt wie Königin von Deutschland da. Ja, wie das soll ich machen. Ja. Und dann kam er. Dann hatte er seine Leute zusammengesucht. Und wie er dann an der Macht war, auf einmal wurden die Autobahnen gebaut, da haben tausende Menschen Arbeit gekriegt auf einmal. Ja, ja, natürlich. Die Werften, die Rüstung und dann lief das alles. Jeder hatte Arbeit, Wohlstand, Kohle. Der mit dem Trelinski, da weiß ich auch genau, was kommt. Und das wird von heute auf morgen. Wird das auch die Presse erstmal denn durchknallen und dann haben sie den auch. Den, ja, am Schlawittchen wie alles andere. Dann wird der auch an Pranger gestellt und dann flüchtet er nach Kuba hin. Kannst auch haben. Naja, gut, das ist aber auch viel, wenn die Kameras da sind. Das ist genau wie auf dem roten Teppich. Dann schmeiße ich mich auch in Gala, wenn ich es kann. Haare, Kleider und zu Hause laufe ich in Jogginghose rum und mache mir einen Zopf. Das war genau wie vor 2000 Jahren. Da haben sie auch gerufen, wie Jesus denn auf dem Esel, wenn es denn so gewesen sein sollte. Hosianna, hoch soll er leben, hoch soll er leben. Und haben ihn ja verehrt und getan. Und drei Tage später, oder was weiß ich, weiß selbst zur Kreuzigung, da stehen sie, kreuzigen ihn. Und das ist heute nicht anders.
Was? Ja, aber du musst ja auch bedenken, es ist ja mein eigenes Land. Es ist ja nicht, dass ich jetzt Russland angreife. Die sind in der Ukraine und verschießen so viel Munition in einen Tag. Nein, weißt du, was das ist? Das ist alles, wie heißt das? Politik. Sie müssen verballern, um, damit die anderen wieder neu produzieren können. Und das ist die Sache. Dann haben die Menschen keine Arbeit. Dann haben sie was nicht, kein Geld. Dann können sie nicht kaufen, dann können sie nicht leben und dann geht's los. Und das ist alles ein Kreislauf. Guck mal, wenn der Bäcker morgens jeden Tag 1000 Brötchen macht und verkauft nur 2 Stück. Ja, eben, deswegen denn, ja. Ist er bald klein. Deswegen ja, wenn die Menschen nicht produzieren können, das heißt in Anführungsstrichen keine Arbeit haben, dann geht's nicht. So, und ich gehe jetzt im Bad. Und tschüss. Der klappt das gleich zu.